Ja, hallo. Das soll es werden. Aber nicht so klar und deutlich wie hier, sondern etwas, ja, abstrakter, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich schon vorgezeichnet quasi mit oranger Farbe. Da hatte ich noch ein 30x40 Malplatte und die war oder ist schon ein bisschen gebraucht, aber das macht nichts. Die Farbe ist trocken, die da drauf ist. Und jetzt habe ich das mal kurz so in Umrissen skizziert. Das ist immer das Erste, was man so macht. Habe hier etwas Orange gemischt mit bisschen Leinöl, damit es etwas flüssiger wird. Ja, das ist es jetzt im Prinzip. Und jetzt werden diese Teile da, die werden jetzt einfach mit der Hauptfarbe jeweils bemalt. Und dann geht es weiter. Gut. Ja, ich habe jetzt einfach hier quasi etwas Türkis raufgebracht. Türkis ist nicht so leicht zu mischen, das heißt eigentlich überhaupt nicht zu mischen. Das muss man kaufen, wenn man Türkis haben will. Man kann es zwar mit Blau und Grün machen und etwas Weiß, aber das wird nie so, wie man es eigentlich letztendlich haben will. Also von daher sollte man vielleicht Türkis tatsächlich kaufen. Hier habe ich noch Türkis in den Hintergrund reingebracht zur Farbharmonie. Das wird dann zwar übermalen zum großen Teil, aber ein bisschen scheint es dann durch und dann ist es harmonisch zu dem Teil. Es ist immer wichtig, dass die Farben, die man verwendet, im ganzen Bild verwendet werden, also irgendwo erscheinen. So, jetzt kommt als nächstes, kommen jetzt die Reifen. Da wird dann ja, so ein Grau gemischt, ne, wie man hier sieht. Und da ist jetzt die Frage, nimmt man eher das helle Grau oder nimmt man eher das dunkle vom Profil? Ich tendiere dazu, dass ich das erstmal das dunkle nehme und dann hell übermale. Okay, also hier sieht man ja auch, das sind ja so Streben drin in dem türkisen Blech, aber das kommt erst nachher. Jetzt hier macht man einfach mal so ganz plan das Blech und die Strukturen, die kommen dann nachher. So, jetzt ist die Frage, wie erzeugt man das Grau oder das Dunkelgrau von den Reifen, also vom Reifenprofil? Naja, da nimmt man etwas Ultramarin Blau zum Beispiel und etwas Umbra gebrannt. Mischt das ordentlich. Noch ein bisschen dazu. So. Und dann nehme ich ein bisschen Deckweiß, damit das ein Grau wird. Und jetzt haben wir schon im Prinzip das dunkle Profil. Ja. Und jetzt habe ich ja gesagt, male ich hier das alles aus. Das ist jetzt sogar noch etwas zu hell, das macht aber nichts. Das wird dann gleich nochmal dunkler übermalt. Das Helle kommt dadurch zustande, weil ja noch das Orange dabei ist. Jetzt mache ich es hier noch mal dunkler. Blau rein, damit es nicht zu braun wird. So, dann noch mal flach drüber und dann wird das schon besser. Entschuldigung, dann wird das schon besser. So.
Das bleibt heller. Aber das hier, diese Ecke, die hat diese dunklen Profile. Und das machen wir halt dann noch ein bisschen dunkler. So. Und das gleiche kann ich jetzt hier mit dem rechten Rad auch machen. So geht das jetzt so. Im Prinzip geht das so. Gut. So ist es ein bisschen dunkler, wie es vom Fenster her so erscheint. Okay, und jetzt kommt dann der helle Teil von den Reifen. Ja, für den helleren Teil des Reifens habe ich jetzt einfach von hier mit Deckweiß gemischt, ziemlich viel Deckweiß. Und jetzt wird das so aufgetragen, dass sich dann ein Profil ergibt. Also hier habe ich das jetzt schon mal aufgetragen. Und jetzt sieht man, wie sich das Profil ergibt, indem dass ich hier einfach versuche, dieses Hellgrau quasi hier reinzubringen. Das sind immer solche Streben quasi, hier bis zur Hälfte ungefähr. Und die andere Strebe, die kommt dann von oben so rüber. Und das muss halt ein bisschen sorgfältig dann gemacht werden. Und dort, wo es dann noch nicht stimmt, da wird dann wieder übermalt mit Dunkel. Also, nochmal hier so rein. Da geht es nochmal ein bisschen runter. Und dann kommt die andere Strebe. Und hier so rüber. Die geht dann auch ein bisschen raus hier, jeweils. Also hier auch raus. So. Und so muss jetzt halt, muss halt das ganze Profil jetzt hier gemalt werden. Also wie gesagt, da kommt es nicht auf die einzelne Biegung drauf an, nur so ums Prinzip. Und hier wieder so rein. Und so runter. Da auch so leicht noch so runter. So. Und das kann doch alles übermalt werden, wenn es nicht so richtig passt. Das macht nichts. Hier wieder so rüber. Und da so rein. Das ist so ganz grob die Geschichte. Und jetzt kann man es aber noch ein bisschen breiter machen, wie ich gemerkt habe. Weil da ja dann noch immer was Dunkles reinkommt. Ein dunkler Strich. Also das sieht man hier, da dieses Dunkle, das kommt noch jeweils rein. Ne? Und das muss dann auch hier. Muss das hier noch alles heller werden. Erst dann sieht man eigentlich den dunklen Strich, der hier im Prinzip auf dem Bild zu sehen ist. So. Und es wird sowieso etwas abstrakter dann letztendlich. Das muss jetzt nicht so ganz exakt sein, dass man diesen Strich sieht. So. Und dann wird das noch besser gemacht, ja. Aber es ist jetzt erstmal die Anlage so.
So, jetzt habe ich das Profil so ja, ganz grob fertig gemalt, hier ebenfalls. Dann hier den Bauern schon mal. Der ist im Prinzip fertig. Da kommt nichts mehr. Dann hier diese Stange, weil ich schon von hier noch etwas Orange hatte. Macht man das gleich mit der Stange. Dann im Hintergrund habe ich dunkles Grün reingemacht. Da kommt natürlich noch helleres rein. Ja, und das wird auch mehr Ocker und so weiter. Ja, und so geht es weiter. Aber wie gesagt, dieser Teil da, der ist fertig. Ja, jetzt habe ich hier lichten Ocker mit Weiß gemischt. Das ist immer eine gute Sache für so Felder und so. Es wird dann noch etwas strukturierter. Aber jetzt muss ich da hinten, habe ich gesehen, hinten rechts, hier muss ich das Feld, also dieses Feld hier nochmal übernehmen. Da ist jetzt aber schon was. Ein hellgrün, da muss ich den lichten Ocker ganz hier so Pinsel ganz flach machen. Ganz flach machen. Und dann passt das so rein. Kann ich das ganz leicht übermalen. Also wichtig ist, dass der Pinsel dann in der Hand so flach ist. Sonst wird die Farbe, die untere Farbe nur weggekratzt und die hat man dann wieder im Pinsel drin. Das hat dann keinen Sinn. Ja, also so würde es schon ganz gut, wenn ich es noch ein bisschen heller machen will. Noch mal ein bisschen mit Deckweiß rein und hier quasi ganz leicht quasi auf dem Malgrund mischen mit dem Deckweiß. So, jetzt passt das so. Ja. Genau. Und jetzt müssen wir dann noch Tierstruktur reinbringen und dann eben das hinten noch und dann den Reifen muss man noch machen und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich nur ganz grob hier unterschiedliche Grün, ja, Flecken reingebracht und etwas Braun, dunkelbraun, und den Wald anzutäuschen. Und hier den Auspuff quasi. Und ja, das war's bis jetzt. Das habe ich noch ein bisschen hier so eine grüne, hellgrünere Streifen hier gemacht. Ja, und das kann man jetzt noch entsprechend ändern, indem dass man hier noch ja, hier so Verbindungen schafft zu dem da oben. Das kann dann hier noch ein bisschen aufgelockert werden oder hier so ein bisschen Farbe weggenommen. So. Und das passt eigentlich ganz gut. Kann man auch ein bisschen so machen. Ja. Okay, also im Prinzip ist das jetzt so ganz gut. Aber jetzt geht es halt los mit den Feinheiten. Jetzt werden dann hier zum Beispiel müssen wir da diese Struktur reinmachen. Hier so. Und jetzt kommt eigentlich der Teil, der jetzt im Prinzip am meisten Spaß macht, weil das Bild ja jetzt im Prinzip schon steht. Und jetzt kann man hier so lange rumbasteln, wie man will. Und da kann nicht allzu viel passieren. Und das ist ja jetzt im Prinzip schon ganz gut vorgezeichnet. Und da kommen halt jetzt so ein bisschen noch dieses Gestänge hin. Und hier noch mal diese Sachen halt einfach noch so ein bisschen, ja, so zu tun, als ob wir hier noch ganz exakte Dinge machen würden. Machen wir aber nicht. Wir machen jetzt hier nur so vermeintliche Streben rein. Da weiß kein Mensch, ob die Strebe tatsächlich so ist.
Und hier bei der Kurbel mal dann so ein bisschen kurbelmäßiges. So. Und es wird alles nur etwas angetäuscht. Und so, hier ist es dann im Prinzip, ist dann die Sache soweit fertig. Und jetzt würde ich sagen, also den Reifen hier, den habe ich ja auch noch gemacht. Den kann man auch hier nochmal ein bisschen heller machen. Von der Seite. Ja, nicht schlecht. Und hier habe ich ein bisschen Rost reingebracht. Einfaches Rot. Und im Prinzip, ja, wäre jetzt das Bild fertig. Man kann hier noch ein bisschen Orange reinmachen. Oder hier noch eben Orange von der Felge, von der verrosteten Felge. Da muss ich ein bisschen mischen, habe ich jetzt schon. So, also gehen wir her und machen das ein bisschen so. Doch, so. So. Und jetzt kann man sich das als Felge im Prinzip vorstellen. Das kann man ja so lassen. Und wenn ich will, dann kann ich hier noch ein bisschen betonen, dass es hier eine Rundung hat. So, und wenn mir das nicht passt, dann mache ich es wieder weg. Okay, also dieser Profil, das ist deutlich ungenauer als das andere, aber das macht nichts, weil jetzt kommt dann der große Schock von der ganzen Veranstaltung. Wir zerstören nämlich alles. Das ganze Bild, das ich jetzt hier so gemacht habe, wird etwas zerstört. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. So, jetzt kommt der interessantere Teil der ganzen Veranstaltung. Jetzt wird zerstört. Zerstören fängt man vielleicht an den Stellen, wo es nicht so drauf ankommt, wie es letztendlich dann sein soll. Also hier innen würde ich es erstmal nicht unbedingt anfangen. Ich habe jetzt hier schon mal einmal so gemacht. Das ist der sogenannte Color Shaper, den gibt es für 16 Euro im Fachhandel. Der hat da vorne Gummi, nur eine Gummilippe. Und da kann ich zum Beispiel hergehen und einfach mal so, so, so irgendwie, wie es mir halt gerade in den Sinn kommt. Ja, und dann sieht das alles schon ein bisschen dynamischer aus. Hier kann man da. So kann man so Ecken auf oder Grenzen auflösen etwas. Man muss es nicht überall machen, sondern da, wo man meint, also hier zum Beispiel wäre es angebracht. So. Und wenn es dann tatsächlich zu viel ist, dass man sagt, oh, jetzt habe ich aber viel zu viel weggemacht, dann kann man es ja wieder hinmachen. Muss man wieder malen. Dann kommt es immer darauf an, wie fest man auch aufdrückt, wie viel man tatsächlich wegschabt. Ne? Ich ganz locker mache, dann sieht es so aus. Wenn ich dann noch Restfarbe drin habe, dann wird die halt hier übertragen. Und das ist halt dann die Sache. Ne? Es sollten auch immer, ja,
Linien oder Grenzen der einzelnen Gegenstände, wie den Sitz oder so, sollten dann schon noch vorhanden sein, aber eben nur ganz, ganz einzeln. Und jetzt hier beim Profil zum Beispiel, da sieht man jetzt nicht mehr unbedingt, ob ich die einzelnen Profilrillen richtig gemacht habe, wenn ich das jetzt erstmal so zerlege wieder. Ja. Also hier bei dem Auspuff, da würde ich es vielleicht nicht unbedingt machen, wenn dann vielleicht so ein ganz bisschen hier so vielleicht, ja. Beim Hemd würde ich es gar nicht machen, weil das steht eigentlich ganz gut so in der Landschaft. Hier könnte man noch was machen. So, vielleicht. Und ja, wer kann da drauf, dass das eine ganz gute Methode ist, Dynamik ins Bild zu bringen? Ja, das war, sagen wir mal, in der extremen Art und Weise war das bestimmt Thorsten Wolber. Und es gab schon früher natürlich, man kann jetzt auch sagen, bei den Impressionisten gab es natürlich auch schon diese Sachen, dass sie da mit dem Pinsel dann am Ende nochmal ordentlich durch sind, mit dem Pinsel ohne Farbe. Also wer das auch im Extremfall gemacht hat, das war Edward Seago, ein englischer Maler, der seine Bäume immer mit ganz dicken Borstenpinsel ohne Farbe dann nochmal am Ende bearbeitet hat, sodass sie dann immer den Eindruck gemacht haben, als würde man da jetzt tatsächlich Wind sehen können. Und das ist natürlich schon sehr gute Sache. Ja, ich würde sagen, da oben vielleicht noch ein bisschen so. Hut lasse ich. Dann hat man so ein Zentrum, das einigermaßen klar ist. Das ist so vielleicht noch. Wie gesagt, wenn einem das dann zu viel ist, dann geht man her und malt das wieder mit dem Pinsel. So. Und ja, also ich finde es jetzt schon ganz okay. Okay, dann würde ich sagen, da unten vielleicht noch, kann man noch, ja, das ist nicht schlecht gewesen jetzt, kann man da noch, jetzt passt so. Ja. Also wer es natürlich auch im Prinzip gemalt hat, ohne mit diesem Wischer, der hat bestimmt einen anderen Wischer gehabt. Das war natürlich oder ist natürlich Gerhard Richter. Ne? Der hat da so eine ganze Reihe gemacht mit ja, Bildern, die immer sehr verwischt waren. Aber wer es, wie gesagt, in letzter Zeit sehr gut gemacht hat und immer noch sehr gut macht, das ist sicherlich Thorsten Wolber. Also. Der hat auch entsprechend Geschmack, dass das dann was wird. Okay, aber das ist auch ein bisschen Übungssache. Okay, ich lasse es jetzt so. Gut, wem es gefallen hat, like gerne und Abo auch für euch immer gut, weil ich unregelmäßig arbeite. Tschüss.